Die diagonalen Raupen entstehen durch Linksmaschen, die jeweils über 6 Reihen gestrickt werden. In der ersten Reihe stricken Sie 6 Maschen rechts und 2 Maschen links im Wechsel bis zu den letzten 2 Maschen, die Sie rechts stricken. In der zweiten Reihe stricken Sie 3 Maschen links und 2 Maschen rechts. Dann stricken Sie abwechselnd 6 Maschen links und 2 Maschen rechts bis zu den letzten 5 Maschen. Diese stricken Sie links. In der dritten Reihe stricken Sie 4 Maschen rechts und 2 Maschen links. Dann stricken Sie abwechselnd 6 Maschen rechts und 2 Maschen links bis zu den letzten 4 Maschen. Diese stricken Sie rechts. In der vierten Reihe stricken Sie 5 Maschen links und 2 Maschen rechts. Dann stricken Sie abwechselnd 6 Maschen links und 2 Maschen rechts bis zu den letzten 3 Maschen, die Sie links stricken. In der fünften Reihe stricken Sie 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Dann stricken Sie abwechselnd 6 Maschen rechts und 2 Maschen links bis zu den letzten 6 Maschen, die Sie rechts stricken.
Die sechste und letzte Reihe des Mustersatzes stricken Sie links. Diese sechs Reihen werden immer wiederholt.